Na, wir sind froh, dass die WKÖ sich jetzt auch zu Wort meldet. Der Handelsverband hat bereits zu Ostern eine Petition gestartet, dass endlich die sogenannten Helden der Krise entlastet werden und dass die Menschen durchatmen können. Leider hat der Gesundheitsminister hier nicht eingelenkt und mittlerweile haben wir knapp über 2000 Fälle, ein stabiles Niveau und noch immer, trotz fallender Fallzahlen und steigender Temperaturen, hält man daran fest. Wir haben mittlerweile über 26.000 Unterstützerinnen und Unterstützer und gehen jetzt als überparteilicher Verband auch mit dem Wunsch an die Opposition heran, dass man das in der morgigen Parlamentssitzung behandelt. Und da hoffen wir, dass da Anträge eingebracht werden, um eben hier endlich auch für eine veränderte Haltung zu sorgen. Mit dem gestrigen Tag, mit Montag, wurde die 3G-Regel bei der Einreise nach Österreich verabschiedet. Die Maskenpflicht besteht allerdings weiterhin noch, und zwar in den Supermärkten oder auch beispielsweise in Apotheken. Können Sie das nachvollziehen? Überhaupt nicht, und in ganz Österreich kann es niemand mehr nachvollziehen. Und ich lade den Gesundheitsminister gerne ein, einmal einen Tag lang im Lebensmittelhandel tätig zu sein. Dann wird er bei 30 Grad im Schatten schnell merken, dass es nicht nur sehr beschwerlich für die Menschen ist, sondern zum anderen, wenn er dann mit in einen Club, in eine Diskothek oder in eine Bar kommt, wird er merken, dass in den Corona-Hotspots, wo alle Übertragungen stattfinden, nichts mehr reguliert ist, keine Maßnahme mehr stattfindet. Und diese Differenzierung zwischen, wo man hingehen muss als vulnerable Gruppe und wo man hingehen kann, ist derart kurz gedacht, dass man schon die Sinnfrage stellen muss. Denn wo gehen denn all jene, die in Clubs feiern, nachher hin? Nach Hause zu den Eltern und zu den vulnerablen Großeltern. Also was bringt hier eine FFP2-Maskenpflicht in Supermärkten, in Drogerien und so weiter? Gar nichts. Und deswegen sind wir auch die Einzigen in Europa. Es gibt nur noch in Bosnien-Herzegowina und in Griechenland einen Mund-Nasen-Schutz. Der fällt aber auch bald. Und alle anderen Staaten haben die Maske fallen gelassen, auch auf Flughäfen, in Flugzeugen, auf Parteitagen, wo man eng zusammensitzt. Nirgendwo gibt es mehr die Maske. Und daher ist es eine Frotzelei der Bevölkerung. Und mit 130.000 Beschäftigten sollte man auch darauf achten, wer ihn dann noch wählt und nicht. Weil da geht es nicht um eine Gesundheitssituation, sondern einfach um logische Denken, und das ist da leider nicht mehr vorhanden. Was haben Sie denn für einen Eindruck, sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kundinnen und Kunden? Sind es die schon leid, sind die schon müde, die Maske zu tragen? Ja, also wir nehmen natürlich immer mehr Menschen aller Schichten und Altersklassen wahr, die ohne Maske ins Geschäftslokal kommen. Viele wissen auch nicht, dass in Shoppingcentern in den verbundenen Bereichen die Maskenpflicht noch besteht. Dadurch gibt es einfach eine Verunsicherung und auch eine Frustration. Letztendlich tut sich die Politik damit keinen Gefallen, weil man mit Blick auf Herbst und Winter sicherlich wieder auf die Maske setzen muss, wenn praktisch die virologisch heikle Zeit beginnt. Jetzt wäre aber der Zeitpunkt, die Menschen durchatmen zu lassen, und wir befürchten, dass man dann später, wenn man es braucht, nicht mehr mobilisieren kann, weil man den letzten Glaubwürdigkeitsfaktor verspielt hat. Eine Frage noch zur Thematik Corona, bevor wir dann das Thema wechseln. Keiner weiß, was passiert im Herbst. Kommen wir gut durch den Herbst oder kommt wieder eine Variante, eine gefährlichere Variante auf uns zu? Wie sieht es da im Handel aus? Bereitet man sich jetzt schon auf den Herbst vor? Wir sind jetzt derzeit schon sehr aktiv, dass wir zum einen mit den Lieferanten engmaschigen Austausch pflegen, dass wir Lagerflächen schon erweitert haben, weil wir schon krisengeschüttelt sind und mehrere Lockdowns durchleben mussten. Wir haben derzeit ja die Zero-Covid-Strategie in weiten Teilen Asiens, wodurch vor allem in neuralgischen Bereichen führenden Frachthafen wirklich 60% weniger Schiffe abgefertigt werden. Und daher müssen wir ohnehin mit sehr verworfenen Lieferketten umgehen, und wir werden in unserem Bereich stets die Versorgungssicherheit an erste Stelle stellen. Wenn was in der Krise funktioniert hat, dann war es die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Nur jetzt ist es einmal an der Zeit, dass die Politik auch ihren Teil dazu beiträgt, denn Versorgungssicherheit ist nicht nur ein Warenflussthema, es ist auch ein Thema des Faktor Mensch, und wir haben mittlerweile 48.000 Jobs, die wir nicht besetzen können, weil die Menschen in diesen Bereichen hinschmeißen, sagen, ich kriege immer weniger Geld, obwohl die Unternehmen immer mehr zahlen, aber es bleibt immer weniger über wegen der Teuerung, und es wird immer schwerer, weil ich dann noch drangsaliert werde mit der Maske. Und daher ist hier wirklich die Regierung eine Verschärferin der Situation der arbeitenden Bevölkerung, das muss man mal ganz klar sagen. Und morgen werden wir im Parlamentsalltag sehen, ob die Anträge der Opposition auch von der ÖVP Unterstützung finden, weil es hilft sehr wenig, wenn die Wirtschaftskammer heute draufkommt. Es wäre schön, wenn die Maske fällt, wenn dann die eigene ÖVP
wieder dagegen stimmt. Und das wird man morgen sehen. Da geht es auch um Wirtschaftskompetenz und da geht es vor allem auch um die Menschen im Land. Und die vergisst man bei dem ganzen Schachspiel, dem politischen. Sie haben es gerade angesprochen, die Teuerung, alles wird teurer, Miete, Benzin, aber natürlich auch die Lebensmittelkosten. Was braucht es konkret jetzt seitens der Regierung, um unterstützend für die Menschen zu arbeiten? Zum einen ist es wirklich an der Zeit, dass die kalte Progression angepasst wird. Das heißt, es muss gerade jetzt, wo die Teuerung einsetzt und bei den Gehältern auch spätestens im Herbst ein Stück weit ankommt, vermieden werden, dass man dann in höhere Steuerstufen fällt, weil dann bleibt noch weniger vom Netto, auch wenn man ein bisschen mehr brutto verdient. Da ist wirklich das Finanzministerium gefordert und auch dran, glaube ich, etwas umzusetzen. Denn durch die gestiegenen Preise sind die Mehrwertsteuereinnahmen in Milliardenhöhe geschossen. Und wenn immer nur die Verschärfungen, wie jetzt praktisch die Ökosteuer, ab Mitte des Jahres kommt und die Menschen weiter belastet, aber alle Entlastungen erst dann später mal mit Jahreswechsel kommen, dann hat man die Situation nicht verstanden. Und das darf es ja wohl nicht sein. Es muss hier wirklich zum einen an der Ursache angesetzt werden. Die Energiekosten im Bereich der staatlichen Abgaben und Steuern müssen den Bürgern zurückgegeben werden. Zum Zweiten die kalte Progression. Da muss man jetzt entlasten die arbeitende Bevölkerung. Und zum Dritten Lohnnebenkosten senken. Wir sind in ganz Europa unter den Top 3 derer, wo die Arbeitgeber noch einmal ein Drittel aufs Brutto draufzahlen müssen. Nur dass Beamten und andere hier gemütlich herumspazieren können, das kann man so nicht lassen. Da muss man wieder die Spaltung der Bevölkerung bekämpfen. Und es ist nicht nur mit Politiker Sonntagsreden, sondern mit Taten. Wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Eine Frage, die geht sich allerdings noch aus, betrifft wieder das Eingangsthema, die Corona-Situation, die Masken. Es gibt eine Petition. Genau. Es gibt eine Petition des Handelsverbandes. Wir haben hier sehr früh begonnen, darauf hinzuweisen, dass man im ersten Schritt, wenn man schon bei den Kunden vorsichtig ist, was mittlerweile sich auch erübrigt hat, auf jeden Fall bei den Beschäftigten, die so gepriesenen Helden der Krise ansetzen muss und die sofort entlasten und durchatmen lassen muss. Und genau hier haben wir die Petition gestartet, weil die Politik nicht gehört hat. Dann haben wir einen offenen Brief verfasst. Es wird die Petition von der Gewerkschaft unterstützt mittlerweile, von Handelsunternehmern, Rewe, Sparhofer, Lidl, all jenen, Unimarkt, M-Preis, aber auch vielen Drogisten und allen Betroffenen. Und jetzt wird die Opposition das aufgreifen und morgen im Parlament behandeln. Und wir wünschen uns natürlich, dass möglichst viele Menschen genau dieser Domain www.heldenderkrise.at folgen und damit jene Menschen, die uns mit Lebensmitteln versorgen, aber so unter der Krise künstlich leiden aufgrund der Bundesregierung, hier unterstützen.